In Apostelgeschichte 28 können wir die Begebenheit lesen, wie Paulus Schiffbruch erlitten hat. Er war Gefangener auf dem Weg nach Rom und das Schiff kam in schwere Seenot. Entgegen dem Rat, den er gegeben hatte, ist man aufs offene Meer rausgefahren. Das Schiff kam in große Bedrängnis und es ging viele Tage lang, dass sie in absoluter Lebensgefahr waren. Und letztlich, durch die Gnade des Herrn und durch einen prophetischen Eindruck, den er weitergegeben hat, wurden alle, die an Bord waren, geradezu übernatürlich gerettet. Sie kamen alle mit dem Leben davon und landeten auf der kleinen Insel Malta. Dort, nach diesem gewaltigen Sturm, nach diesem gewaltigen Angriff, machen sie ein Feuer. Paulus nimmt so reisig zusammen und will es aufs Feuer werfen. Und da kommt eine Schlange heraus. Und die Bibel sagt ausdrücklich, dass es eine Giftschlange war. Und beißt ihn in die Hand. Und die Leute um ihn herum sind schockiert, weil sie denken, jetzt hat er all das überlebt. Dieses furchtbare Chaos, diese extreme Lebensbedrohung. Und jetzt das? Jetzt stirbt er daran, weil ihn eine Schlange beißt, wo er gerade mit dem Leben davongekommen ist. Aber Paulus bleibt ganz unbeirrt und schüttelt die Schlange ins Feuer, wo sie hingehört. Also die Bibel sagt, er nun schüttelte das Tier in das Feuer ab und erlitt nichts Schlimmes. Die Schlange konnte ihm nichts anhaben. Es war gar nichts. Er ging einfach weiter. Und es wurde zu einem großen Zeugnis für die Menschen dort. Das entspricht genau dem, was Jesus uns verheißt. Er sagt beispielsweise, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und nichts soll euch schaden. Oder in Markus 16 heißt es, sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und schon in den Psalmen können wir ganz ähnlich lesen, auf Löwen und Vipern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Das Interessante bei der Sache ist eigentlich, er hat einen gewaltigen Sieg mit dem Herrn erlebt. Er ist mit dem Leben davongekommen. Er ist aus dem sicheren Tod ist er hindurchgekommen durch die Gnade des Herrn. Und nach diesem gewaltigen Sieg, plötzlich, unerwartet, eine kleine, miese, fiese Attacke des Feindes und die Schlange beißt ihn in die Hand. Weißt du was? Das erleben viele Christen. Sie erleben einen Sieg mit dem Herrn oder sie erleben einen Sturm, wo sie gerade soeben noch durchkommen. Und sie danken dem Herrn, sie sind begeistert und sie sind gerettet. Und gerade jetzt kommt es zu diesen Attacken. Gerade jetzt kommt eine miese, fiese, feindliche Attacke. Und auf einmal hängt die Schlange an deiner Hand. Eine Giftschlange. Und was jetzt? Was tut man jetzt? Schimpfen? Den Herrn anklagen, wie er das zulassen kann, wo doch eben erst noch so einen Segen gegeben hat? Sich Sorgen machen, weil an dem Biss dieser Schlange wird man jetzt ganz sicherlich sterben? Was macht man damit? Weißt du, diese Attacken können unterschiedlichst aussehen. Vielleicht der Verlust deines Arbeitsplatzes. Vielleicht hast du gerade besonders was für den Herrn geleistet, bist vorwärts gegangen, hast was getan, bist hindurchgekommen durch etwas Großes und gerade dann diese Attacken. Hast siegreich einen Sturm überwunden und gerade jetzt diese Attacken. Wie gehst du jetzt damit um? Der beste Tipp ist, genau das zu machen, was Paulus gemacht hat. Er hat die Schlange ins Feuer geworfen. Er hat nicht gesagt, oh Gott, bitte nimm mir diese Schlange weg. Sondern er hat die Schlange ins Feuer geschüttelt. Das war in seinen Möglichkeiten. Das war seine Aufgabe. Er hat diese Attacke, die da kam, ins Feuer geworfen und hat einfach erwartet, dass ihm nicht das Geringste dadurch zustößt. Und das ist mein Tipp für dich. Was immer dich attackiert, gerade jetzt, wirf es ins Feuer. Und geh einfach weiter deinen Weg mit dem Herrn. Und du wirst merken, manches, was dir so dramatisch erscheinen mag, dass du denkst, du stirbst schier daran, ist überhaupt nichts. Du schüttelst es ab und gehst weiter. Und das hat keinerlei Einfluss auf dein Leben. Ich glaube, das ist ein Wort für einige von euch. Schüttel die Schlange ab, die an deiner Hand ist. Der Herr wird sie nicht wegnehmen. Du selber
musst sie abschütteln. Und geh weiter auf dem Weg in das hinein, was der Herr für dich bereitet hat. Deshalb, Gott hat mehr für dich.